Radio Taiwan, international aus Taipeh. Nachdem die US-amerikanischen Streitkräfte am 6. August 1945 eine Atombombe auf Hiroshima und am 9. August auf Nagasaki fallen gelassen hatten, verkündete der japanische Kaiser Hirohito am 15. August 1945 über eine Radioansprache die Kapitulation. Daran möchte ich ihn rund um die Insel erinnern, denn am kommenden Sonntag jährt sich diese Ansprache und damit das Ende des Pazifikkrieges zum 75. Mal. Auch für Taiwan hatte diese Kapitulation große Auswirkungen. Wie alle Regionen im Pazifik war damit auch für Taiwan der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende. Doch da Taiwan bis dahin 50 Jahre lang eine japanische Kolonie gewesen war und nach der japanischen Kapitulation der Republik China übergeben wurde, hatte das auch weitreichende Veränderungen für Taiwan zur Folge. Ich habe mich mit meinem Vater Dr. Pa Huang, der die Radioansprache des japanischen Kaisers als Grundschüler mit seiner Familie gehört hat, über diese Zeit unterhalten. Im ersten Teil heute geht es um die Zeit vor der japanischen Kapitulation, während es im zweiten Teil in der kommenden Woche um die Ansprache geht, wie die Reaktion der Familie war und welche Änderungen die Taiwaner erlebten aus der Sicht eines damaligen Grundschülers. Zunächst wollte ich wissen, wie sich die Tatsache, dass Taiwan eine japanische Kolonie war, auf das Leben einer Familie in Taiwan auswirkte. Wobei man bedenken muss, dass mein Großvater ein Mitglied der japanischen Polizei war. Zu dieser Zeit ist mein Vater Polizist. Zu dieser Zeit, die Japaner versuchen, die Taiwanesen, also Japaner werden. Ne? Und die Familie, zum Beispiel Polizist oder Beamten, Taiwanesen, die ihre Familie Namen ändern, japanische Namen. Und die Kinder, alles nur Japanisch wird gesprochen. Und deshalb von klein auf kannte ich nur Japanisch. Du hast ja gesehen, das Haus ist die japanische Form. Ne? Da leben wir auf Tatami. Zum Beispiel beim Essen, wir Kinder müssen knien auf dem Tatami, also solche Tisch, das ist ungefähr kniehoch. Beim Essen, beim Schulaufgabe, alles beim Knien. Und wenn wir was Strafe kriegen, wir müssen also halbe Stunde, eine Stunde lang knien. Und wenn wir von der Schule zurück Eingang, das ist ungefähr etwa 1,5 Meter oder 2 Meter viereckiger Eingang. Ne? Und wenn wir reinkommen, wir sagen Japanisch, Tlaima, so versteht man vielleicht, dass ich bin zu Hause oder was. Übrigens war der japanische Familienname unserer Familie damals Nakahara. Aber auch zu dieser Zeit lebten noch nicht alle Taiwaner so japanisch. Mein Leben oder unser Leben ist das in Stadt. Ganz anders als wenn wir zu meinem Onkel, meinem Oma, Opa dahin, ja, kennst du ja da, Dadu-san, alte chinesische Sittengebäude, immer noch da. Die unterhalten sich nur mit Langhua. Die meisten, die können auch nicht gut Japanisch. Deshalb war ich also bis 7 Jahre alt, 2 Welten. Ne? Einmal in der Stadt Changhua und einmal, wenn ich mit meiner Mutter dahin komme, die mit Onkel, Tante und so weiter, alles typisch altes chinesisches Bauernleben. Waren die ersten Kriegsjahre für Taiwan relativ ruhig geblieben, begannen die US-Amerikaner schließlich damit, auch Taiwan intensiver anzugreifen. Wenn auch glücklicherweise nicht mit einer Invasion wie Iwo Jima oder Okinawa zum Beispiel. Aber mein Vater erinnert sich noch daran, wann es ungefähr anfing mit den Angriffen. 1945, 11. Januar ist mein Bruder geboren. Das ist der 11. Januar. Und dann etwa eine Woche oder vielleicht 2 Wochen, meine Mutter musste mit dem Baby zum Bunker laufen. 4 Kinder, ne? Und Bunker hat mein Vater da vor dem Haus, Garten, selbst gebaut. Das ist eine Bunker, das ist also mein Vater Bambus mit Latten und dann Old Slam und rüber begossen. Und aufgrund der Angriffe der amerikanischen Flieger bekam mein Großvater, der Polizist, nun eine weitere Aufgabe, nämlich nach Fliegern auszuschauen und gegebenenfalls Alarm zu schlagen. Und zu dieser Zeit, mein Vater hat mich schon mal Daguasan zu seinem Dienst gebracht. Da hat er beobachtet von diesem Fluss Dadoshi. Und von da aus kann diese bis Küste, kann man sehen, diese Einmündung mit Fernglas hat er immer beobachtet. Sobald amerikanische Jäger, ja, da ruft er an, in Changhua-Stadt-Zentrum.
und Sirene sofort los. Mein Vater hatte immer Telefon, ne? In Hand. Und da hat er erzählt, dass die Amerikaner, die sobald Samoa erreicht, dann fängt an der Küste schießen. Also an der Küste, diese paar Häuser, schießen dann los. Und natürlich wurde man auch Zeuge von Opfern der Angriffe. Einmal Sirene und ein Bombenfeld und dann vorbei. Und dann hören wir irgendwas, irgendwo ein Nachbar, ein paar hundert Meter, irgendwo ein Haus. Da ist ein Junge getroffen. Und dann habe ich gehört, bin ich hingelaufen dazwischen. Da sah ich die Männer, Haufen Männer da. Und da bin ich inzwischen zwischen die Beine reingegangen in das Zentrum. Boah, ein furchtbares Blick. Die Mutter hat also einen Junge, 15, 16 ungefähr. Die saß in Hocker auf dem Boden und der Junge ist in ihrem Arm. Da heult sie richtig. Ne? Der Junge hat große Augen auf, nichts reagiert, gar nichts. Und Bauch ist auf, richtig blutig. Das Bild habe ich nie vergessen. Als die Angriffe auf Zhanghua zunahmen, nahm meine Großmutter ihre Kinder und zog aufs Land, auf den Bauernhof ihrer Eltern am Rande von Taichung. Wir sind mit dem Zug bis Longjin und dann zu Fuß 2 Stunden lang Feldwege bis da oben. Bald Bahnhof verlassen, fängt an der Feldwege, links, rechts diese Xiangsu, Akazia Confusa, da sind schon diese Zikaden. Zu dieser Zeit, ich kann mich nur erinnern, das war schon heiß, da gibt es Zikade. Und das müsste also Mai sein. Mai, dann sind wir nach Dadoshan umgezogen. Und da halbweg habe ich geweint. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, nein, ich möchte nicht dahin. Wir gehen wieder zurück. Zurück ging es natürlich nicht. Doch wenn sie gehofft hatten, hier wirklich Ruhe vor den amerikanischen Angriffen zu haben, sollte diese Hoffnung enttäuscht werden. Denn in der Nähe gab es etwas, was der Familie zunächst nicht bewusst war. Blöderweise, wo diese Dadoshan da ist, außerhalb dieses Dorf ist ein Flughafen, Militärflughafen. Da sind ja kein Kampfflugzeug mehr zu dieser Zeit, 1945. Und als ich da war, die Soldaten, Japaner, junge Soldaten, die kamen im Dorf und mich kennengelernt. Und ich konnte also so sprechen, die japanischen Kinder, ne? Und mich geholt, im Flughafen dahin gebracht, Flughafen. Und da sind nur 2 oder 3 Übungsflugzeuge eingeholt und dann gezeigt, wie man das machen so weiter. Er hat mich also mehrmals besucht und dann bringt immer Amelama, Bonbon. Und obwohl es auf diesem Flughafen keine Kampfflugzeuge mehr gab, sollten Luftangriffe trotzdem nicht lange auf sich warten lassen. Wobei es einmal sehr knapp wurde für meinen Vater und seine Familie. Wir haben gedacht, das haben wir mehr Ruhe. Aber einmal angegriffen von 2 Jägern. Ach ja, dieser Krieg ist nur so dreckig. Und da Tante und meine Mutter, und meine Mutter hat 4 Kinder und die Tante hat einige Kinder und dann Tante und Oma. Wir rannten schnell von Hof im Haus. Amerikaner, die 2 Jäger immer, tief geflogen, uns geschossen. Könnte uns vernichten, ne? Wenn die also das uns trifft. Aber Gott sei Dank nicht. Keine einzige Kugel getroffen. Boah, das war Drama. Ich kann mich noch an Szene erinnern, dass wir meine Mutter, Tante, die haben also Oberbett geholt und über uns. Wir hocken da auf dem Boden und über unser Kopf ist dieses Oberbett. Aber was nützt das denn? Die Tante alle schreien die Masobo, uns helfen und so weiter. Und wir Kinder, Mensch, also so ängstlich. Alles so ängstlich. Ma Zobo ist übrigens das taiwanische Wort für die Göttin Mazu. Soweit die Erinnerung meines Vaters Dr. Pa Huang an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Im nächsten Teil unterhalten wir uns dann über die japanische Kapitulation an der Reaktion und welche Änderungen den Taiwanern bevorstand. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilon Huang. Das war's für